So, good morning, guten Morgen, meine Damen und Herren. Möchte Sie im Namen der Böll-Stiftung meiner Kollegin Barbara Unmüßig und mir ganz herzlich begrüßen zu diesem Fachgespräch. Ich freue mich sehr über die vor allem internationale Beteiligung, aber natürlich auch über die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus unterschiedlichen gesellschaftlichen und beruflichen Hintergründen aus der Bundesrepublik. Diese Veranstaltung ist ein Teil unserer Kooperation mit dem Center for Transatlantic Relations, dem SAIS in Washington, zu TTIP. Für uns, weil das ja in der Natur ein transatlantisches sein Projekt ist, ist dieser Austausch mit Partnern aus den USA sehr wichtig, um die gegenseitigen Standpunkte, Wahrnehmungen, Argumente besser kennenzulernen. Ein Zweck der heutigen Veranstaltung, das will ich gleich schon vorwegnehmen, ist aber über diesen transatlantischen Rahmen hinaus die Diskussion um TTIP stärker zu internationalisieren. Sie wird jedenfalls nach meiner Wahrnehmung in der Bundesrepublik als doch eine sehr nationale Debatte, allenfalls als eine europäische, geführt. Und wir haben deshalb eine Reihe von Expertinnen und Experten auch aus Drittländern innerhalb und außerhalb der Europäischen Union eingeladen, um ihre Wahrnehmung und ihre Interessen in dieser Diskussion zur Sprache zu bringen, weil TTIP, ob es nun zustande kommen wird oder nicht, in beiden Fällen Auswirkungen haben wird über die transatlantischen Wirtschaftsbeziehungen hinaus. Das ist eine Frage auch der Normsetzung, die Interessen von anderen Handelspartnern sowohl der Europäischen Union wie der USA berührt. Und eine der kritischen Anfragen, die wir an diesen Prozess haben, ist, welche Form von Information, von Beteiligung, also welche Stimme haben Dritte in diesem Verhandlungsprozess, soweit ihre Interessen tangiert sind. Die Stiftung befasst sich ja schon seit geraumer Zeit mit einer ganzen Reihe von Fachgesprächen zu verschiedenen Aspekten dieses Themas. Wir haben dazu auch eine eigene Publikationsreihe, TTIP Papers, aufgelegt. Die beiden letzten Veröffentlichungen liegen hier aus. Ich möchte mich ganz herzlich bei den Kooperationspartnern für dieses Fachgespräch hier bedanken, vor allem natürlich bei dem Center for Transatlantic Relations an der Johns Hopkins Universität und persönlich bei unserem guten Freund, langjährigen Kooperationspartner, den Hamilton, der nach mir gleich nochmal das Wort ergreifen wird für eine Einführung aus seiner Perspektive. Bei der Atlantischen Initiative als Medienpartner und natürlich auch bei allen Kolleginnen und Kollegen hier im Haus, die diese Runde vorbereitet haben, vor allem bei unserem EU-Transatlantik-Referat und bei Sergej Jagodinski, aber auch bei Christine Chemnitz und anderen Kolleginnen. Für uns ist das auch ein überregionales Thema, das wir aus unterschiedlichen Perspektiven diskutieren. Zu den Zielen dieser heutigen Veranstaltung gehören neben einer stärkeren internationalen Einbettung der Debatte auch die Beleuchtung von Fragestellungen, die in der bisherigen Diskussion zumindest nicht im Vordergrund standen, wenig zur Geltung kamen, zum Beispiel Auswirkungen auf internationalen Datentransfer und Datensicherheit. Ein Thema, was eine wachsende Bedeutung bekommt, weil wir es nicht nur mit staatlicher Überwachung von privatem Datenverkehr zu tun haben, auf beiden Seiten des Atlantik und darüber hinaus, sondern auch die Frage von privaten Datenmonopolen
eine zunehmende Rolle spielt und damit auch die Frage von Datenschutz, von Privacy, von Verfügung, dem Recht auf die eigenen Daten. Und eine weitere Frage, die wir heute etwas intensiver in dem eigenen Forum behandeln wollen, ist die Problematik regulativer Kooperation. Vor allem, wenn es um die Einrichtung von Gremien geht, in deren die Rahmen künftige Regulierungen von Märkten zwischen USA und Europäischer Union abgesprochen werden müssten. Das berührt eine der Kernfragen dieses Abkommens, nämlich wie weit greift es ein in demokratische Souveränität und inwieweit beschränkt es die Entscheidungsbefugnis von Parlamenten und Regierungen, also eine Demokratiefrage. Es gibt da durchaus Analogien zu der Debatte über den europäischen Binnenmarkt. Auch der europäische Binnenmarkt beschränkt nationale politische Souveränität. Und es hat ganz ähnliche Befürchtungen übrigens gegeben und Vorbehalte, als es um die Etablierung des europäischen Binnenmarkts ging. Und diese Parallele ist nicht ganz aus der Luft geholt, weil ich verstehe TTIP als Anlauf, doch so etwas wie einen transatlantischen Binnenmarkt zu schaffen. Allerdings, und das ist ein großer Unterschied, ohne dass dem entsprechende politische Institutionen gegenüberstehen würden, wie dem Europäischen Parlament oder der Europäischen Kommission und dem Ministerrat, in denen die politische Regulierung auf einer demokratischen Grundlage stattfindet. Das ist eine politische Frage, die glaube ich, noch intensiver diskutiert werden muss, wenn man einen solchen gemeinsamen regulativen Raum schafft. Was sind dann die Entscheidungs- und Kontrollinstanzen, die demokratisch legitimiert sind, künftige handelspolitische, wirtschafts- und industriepolitische Entscheidungen zu treffen? Ich habe damit auch schon mein Verständnis von TTIP angedeutet. Wir haben dazu durchaus unterschiedliche Sichtweisen innerhalb der Stiftung und erst recht bei den Grünen, wo es ja eine sehr, sehr kritische, immer stärker auf Ablehnung gehende Debatte zu TTIP gibt. Aber gemeinsam sind uns sicher einige Kriterien, Positionen, was wir nicht wollen, nämlich kein Abkommen, was in der Logik neoliberaler Deregulierung auf Absenkung von Standards zielt, keine Verpflichtungen, die demokratische Entscheidungsbildung und Legitimation aushebeln, keine Sonderrechte für Unternehmen, die rechtsstaatlich ausgesprochen fragwürdig sind. Jeder weiß, was mit diesem Stichwort hier gemeint ist. Investor State Dispute Mechanism, ein Thema, was nicht nur in der Bundesrepublik, sondern soweit ich sehen kann, auch im Europäischen Parlament extrem kritisch diskutiert wird. Und was möglicherweise ein Stolperstein für das ganze Abkommen werden kann. Wir wollen ein höheres Maß an Transparenz. Das schließt auch die Veröffentlichung von Zwischenergebnissen der Verhandlungen ein und eine stärkere konsultative Einbindung der Zivilgesellschaft in den Verhandlungsprozess. Und gleichzeitig ist es zumindest mir doch ein Anliegen, Aspekte oder Dimensionen der bisherigen Diskussion um TTIP stärker zusammenzubringen, die bisher auseinandergefallen sind oder sogar gegeneinander gestanden haben. Die bundesdeutsche Debatte um TTIP ist bisher ja vor allem eine Diskussion zu Verbraucher- und Umweltschutz.
Gleichzeitig hat TTIP aber auch eine wirtschaftspolitische Dimension, die man noch etwas gründlicher diskutieren muss, und zwar nicht als Glaubenskrieg zwischen denen, die das jetzt für das Wundermittel halten, um der stagnierenden europäischen Ökonomie mehr Dynamik zu verleihen, und den anderen, die um Arbeitsplätze und Beschäftigung führen, sondern eine rationale Debatte, inwieweit eine Abbau von nichttarifären Handelshemmnissen und eine Vereinheitlichung von Standards in Europa und Amerika tatsächlich Innovation, Investition und Beschäftigung fördern kann. Und das ist etwas, was gerade die europäische Ökonomie dringend nötig hat. Und mich befremdet manchmal so ein Gestus in der Debatte, der eigentlich darauf hinausläuft, uns abzukoppeln, statt zu versuchen, den globalisierten Austausch stärker von Europa aus und durchaus auch in Allianz mit den USA in einen regulativen Rahmen zu bringen. Und eine zweite Dimension, die in dieser Diskussion bisher meines Erachtens jedenfalls zu kurz kommt, ist die außenpolitische. Es geht ja auch um die Frage, wollen wir eine Stärkung der transatlantischen Allianz? Und ist TTIP dafür ein geeignetes Instrument, einen zusätzlichen institutionellen Rahmen zu schaffen für diese transatlantische Zusammenarbeit über die NATO hinaus? Und das in Zeiten, in denen liberale Demokratien doch immer stärker herausgefordert werden durch autoritäre Mächte. Da geht es nicht nur um wirtschaftliche Konkurrenz, sondern geht es auch um einen Wettstreit von Werten und normativen Prinzipien. Und auch das ist meines Erachtens ein Argument, weshalb man jedenfalls nicht voreilig dieses Projekt abschreiben sollte, sondern versuchen sollte, es zu gestalten und dann am Ende nach rationalen Kriterien zu entscheiden, ob man dafür ist, für diejenigen, die das jetzt schon wissen, dass sie unbedingt dafür oder unbedingt dagegen sind, ist dieses Forum jetzt nicht unbedingt geeignet. Das ist keine Kampagnenkonferenz, sondern eine Dialogveranstaltung. Gut, ich bin gespannt auf die heutige Diskussion. Es wird nicht die letzte zu diesem Thema sein. Ich freue mich über Ihr Interesse und gebe das Wort an Dan Hamilton. Dan, please, the floor is yours. Danke, Ralf. So, guten Morgen, vielen Dank. Ich soll mich auch gleich bedanken bei der Heinrich-Böll-Stiftung und den anderen Partnern. Das ist eine Reihe, die wir gemeinsam machen. Wie Ralf sagte, das ist an der Sache transatlantisches Thema. Und deswegen, vielleicht lohnt es sich, dass wir auch transatlantisch miteinander reden. Wir hatten im Frühjahr in Washington ein ähnliches Forum, ein Stakeholder-Forum, mit über 200 Menschen. Das Interesse war groß. Wir hatten Unterhandler von der USTR auf unserer Seite, und dann Reinhard Bütiger war auch dabei und andere, ich glaube, die auch hier sind heute. Und wir wollen einfach die Diskussion fortsetzen, und deswegen machen wir das hier. Wir haben, wie Ralf sagte, auch eine Reihe von Veröffentlichungen. Einige sind auf dem Tisch, aber wenn Sie zu unserer Website gehen von meinem Center, wir haben eine ganze Reihe von Veröffentlichungen zu dem Thema, auch von den kritischen Stimmen unter Stakeholder Forum. Falls Sie ein bisschen mehr von der Materie sich einlesen wollen. Und wir machen weitere Veröffentlichungen, die jetzt kommen. So, die Idee ist, wie Ralf sagte, wir sollen, ein Kritikpunkt an der TTIP ist, dass es weniger Transparenz gibt, dass die Stakeholders wenig Möglichkeit haben, sich zu beteiligen
Und deswegen wollen wir mit Stakeholders reden und dass wir gemeinsam die Themen diskutieren auf beiden Seiten des Atlantiks. Ich soll sagen, ich mache eine ähnliche Reihe mit der Friedrich-Ebert-Stiftung und wir machen mit den Gewerkschaften und mit diesem politischen Lager, auch die Kritiker sind dabei. Das ist unser Ziel. Nur zu unserer Arbeit, wir machen sehr viel zu dem Thema an sich, TTIP. Wenn Sie auch auf die Webseite kommen, dann sehen Sie andere Sachen. Wir haben zum Beispiel jährlich einfach die Tatsachen, die Arbeitsstellen, Handelsströme, Investitionsströme zwischen USA und EU für jeden der 50 US-Bundesstaaten. Was bedeutet das? Und auch für jedes EU-Land, die Türkei, Norwegen, die Schweiz. Wie viele Arbeitsstellen sind abhängig von diesem Kommerz zwischen uns? Und das sind die Tatsachen einfach, die Fakten, soweit das aus öffentlichen Quellen kommen. Dann machen wir, wie Ross sagte, auch zu dem Thema die außenpolitischen Auswirkungen von TTIP, was ein bisschen zu kurz kommt, meines Erachtens nach. Wir haben einige Veröffentlichungen auch über die Geopolitik der TTIP, Geopolitics of TTIP, mit einer Reihe von Autoren, nicht nur aus der EU und USA, aber auch aus Brasilien, aus der Türkei, aus Russland, aus anderen Ländern, falls es sie sich interessieren. Und wir machen nur noch dazu, zu dieser Frage der Regulierung, was ein großes Thema ist, mit einem Think Tank in Brüssel, das heißt CEPS, Center for European Policy Studies, eine Studienreihe zu den Regulierungsfragen, wo wir Experten gefragt haben, wie ist es wirklich aus deren Sicht bei diesen ganz detaillierten Fragen. Und diese Veröffentlichungsreihe erscheint auch jetzt demnächst. Vielleicht, weil wir, ich wenigstens das als Fortsetzung einer Diskussion sehe, kann ich kurz ein bisschen einsteigen, wie ich die Diskussion jetzt betrachte. Vielleicht zuerst mit der politischen Lage auf beiden Seiten des Atlantiks. In den USA ist TTIP kein großes Thema. Die große Politik und die Konfliktfelder haben mehr in diesem Bereich haben mehr mit der transpazifischen Partnerschaft zu tun, was früher angefangen wurde und ein bisschen weiter ist in der Handlungsphase. Und darum geht es, Länder wie Vietnam und solche Länder auf gewissen Standards zu bringen. Und das erweckt dann wieder die traditionellen Konfliktfelder in der Innenpolitik in den USA, wo die Gewerkschaften, Verbrauchergruppen, Umweltschützer sagen, das ist vielleicht ein Problem, dass wir die Standards reduzieren. Und deswegen, es ist eher ein typisches Free Trade Konflikt in den USA. Wir haben auch bei uns in dem Kongress die Notwendigkeit, den sogenannten Trade Promotion Authority zu verabschieden. In der amerikanischen Verfassung liegt die Kompetenzen für Handel nicht bei dem Präsidenten, sondern bei dem Kongress. Und das heißt, der Kongress muss proaktiv etwas verabschieden, gesetzesmäßig, wobei dann der Exekutive verhandelt, irgendwas aushandelt im Handelsbereich und kommt wieder zu dem Kongress mit dem Ergebnis. Und der Kongress kann entweder Ja oder Nein sagen und nicht, wir wissen noch nicht und hier sind 50 andere Sachen, die wir wollen. Weil das ist dann für die USA, die USA sind dann kein glaubenswürdiger Verhandlungspartner, wenn der Verhandlungspartner weiß, der Kongress kann alles auseinandernehmen. So deswegen, ich weiß nicht, ob alle so geläufig sind mit unserem innenpolitischen Prozess. Das heißt, der Präsident muss jetzt in nächster Zeit den gewissen Trade Promotion Authority erhalten von dem Kongress. Und das wird wahrscheinlich so wie für TTIP, so auch wie für TPP, Trans-Pacific Partnership, gelten. Ohne ein Trade Promotion Authority ist es schwierig, dass der Exekutive irgendwann mal wieder zu einem Kongress kommt mit einem Verhandlungsergebnis. Und ich sage nur, so das ist unser Prozess, aber
die politischen Debatten finden wenig zu TTIP statt. Sie sind eher in diesem anderen Bereich. Auf der anderen Seite, ich merke hier, es ist genau natürlich sehr umgekehrt. Es gibt kein TPP hier und deswegen vielleicht teilweise sind die Fronten hier ziemlich verhärtet geworden. Und ich frage mich, weil ich sehr oft in Europa bin, ich danke darauf, dass er sagt, wir müssen die Debatte ein bisschen öffnen und nicht nur als deutsch-amerikanische Debatte verstehen. Ich bin oft in Europa auch, wie ich sagte, mit den kritischen Stimmen. Und das ist eine Frage für Sie. Wie viel von der Kritik an der TTIP ist eigentlich eine Kritik gegenüber Brüssel? Ich finde sehr oft, wenn ich hier bin, die Kritik richtet sich gegen Brüssel. Und die USA, wir werden benutzt sozusagen als Symbol dafür, aber eigentlich, wenn man genau zuhört, oft ist die Kritik eher eine innereuropäische Debatte. Es hat wenig dann mit den USA zu tun, aber vielleicht doch. Das ist eine Frage, die ich mir stelle, aber es scheint mir sehr oft so zu sein. Und dann, wie viel geht um Inhalt? So, das ist eine Frage, die ich stellen möchte. Worauf hat zum Beispiel diesen Begriff neoliberale Deregulierung angesprochen? Ist das die Kritik? Weil das ist der Verdacht ist, die Brüsseler machen das und wir wollen nicht mitmachen. Oder ist es eine Kritik an TTIP an sich? Und ich glaube, diese zwei Schienen sind sehr ungewöhnlich. Oder außer nicht gleich. Das Zweite hat mit der demokratischen Legitimität zu tun. Wenn man es TTIP als Endergebnis anschaut, dann wird es nach dem EU-Verständnis ein Mixed Agreement sein. Das heißt, nicht nur das Europäische Parlament, sondern alle EU-Mitgliedstaatenparlamente müssen das verabschieden. Und das scheint mir, jedes Land wird die Möglichkeit haben, abzustimmen auf eine demokratische Weise. So, ich frage mich nochmal nach dem demokratischen Punkt. Es scheint mir ziemlich demokratisch zu sein, wenn 28 Parlamente und das Europäische Parlament dazu zustimmen muss. Ich finde auch in der Diskussion sehr viel Missinformation oder nicht genügend Informationen, sagen wir es so vielleicht. Und genauer gesagt, was strebt diese TTIP an und was nicht? Und manchmal wird einiges vorgeworfen, was eigentlich die Leute gar nicht anstreben. Und vielleicht streben sie Sachen an, die vielleicht in der Öffentlichkeit nicht so bekannt sind. Ich glaube, das Problem wird verschärft durch eine aus meiner Sicht sehr schlechte öffentliche Diplomatie seitens der Europäischen Kommission und auch, wenn ich sage, von der amerikanischen Regierung. Teilweise das hat zu tun mit den Handelsbeauftragten selber. Die sind daran gewöhnt, miteinander zu verhandeln. Sie sind in einer Verhandlung. Und die haben nicht so viel Zeit, dann überall zu erklären, worum es geht, wenn sie noch nicht selber wissen, wie es aussieht. Aber manchmal, wir benutzen Begriffe auf einer Seite des Atlantiks und dann auf einer anderen Seite und es übersetzt sich sehr schlecht manchmal. Und das trägt dann zu dieser Missstimmung und Missverständnisse bei. Ein Beispiel nur. In den USA, die Befürworter sagen oft sehr salopp und für amerikanische Ohren, dass TTIP sei ein Economic NATO, ja. So ein Wirtschafts-NATO. Und für amerikanische Ohren, das ist sehr schnell verständlich, weil in den USA, wenn ich das sagen kann, wenn wir NATO sagen, es bedeutet, wir und die Europäer, wir sind in gemeinsamer Sache. Das ist es. Ja? Weit mehr denkt man nicht so. Ja? Und deswegen, wenn man sagt, Economic NATO, die denken, es ist ein positives. Aber ich verstehe, weil ich auch hier bin natürlich, das übersetzt sich schlecht. Ja? Und deswegen muss man verstehen, warum man sowas sagt, wo. Ja?
Weil hier verstehe ich, Wirtschaft auf Militär zu übersetzen, das ist nicht gut. Ist, NATO ist ein großes Land und ein kleinerer Alliierten. Es richtet sich vielleicht, manchen meine, gegen irgendjemand. Und was hat das jetzt mit dieser Sache zu tun? Es ist verwirrend. Ja? Und deswegen, ich sage, es ist kein Economic NATO. Wir sollen das ganz klar sagen. Ich sage meinen Landsleuten, don't say that. Weil es kommt nicht gut rüber. Ja, ich sage das. Aber ich sage, es ist nicht so gemeint. Es ist nur für die innenpolitische Debatte in den USA ein ganz anderes Verständnis. Es ist gedacht als Anker Nummer zwei für die Beziehungen zwischen USA und EU. Es ist nicht ein Transatlantic NATO. Dann, ich glaube, ich sehe sehr viele Vorurteile auf beiden Seiten, was das Thema angeht. Und hoffentlich diese Debatte und andere können diese Vorurteile ein bisschen begegnen und die Debatte ein bisschen lüften, sagen wir es so, und öffnen. Ich glaube, das wäre nicht schlecht. Wir können voneinander lernen in der Diskussion, wie der jeweilige darüber denkt. Und zu verstehen, dass wir auf beiden Seiten natürlich debattieren. So, letzte Sache nur zu dem Thema. Ich möchte nur, damit ich das, wie gesagt, als Fortsetzung der Diskussion sage. So, ich glaube, Reinhard ist noch nicht da, aber er war bei uns in Washington im Frühjahr und er hat sehr präzise oder kurz formuliert aus seiner Sicht, was er sagte. Ich sagte, vielleicht ist das aus Anfang nicht schlecht. Reinhard, sehe drei Themen bei der TTIP und die ein bisschen in Gegensatz zueinander stehen. Einmal, er sagte, the common sense agenda, ja, wo wir effizienter sein wollen, wo wir wirtschaftliches Wachstum wollen, wo wir einfach Arbeitsstellen schaffen wollen, und so weiter. Er sagte, das ist ein bisschen unter dem Radarschirm in der Debatte, aber das ist ein Teil natürlich. Dann gibt es die geopolitische Agenda. Ob wir die Normen und Standards, die wir auf beiden Seiten haben, ob sie sich bewähren und fortsetzen können in einer sehr diffusen Welt, globalisierten Welt, wo andere Standards auch kommen und sich durchsetzen, die sehr oft nicht so hoch sind. Und das ist die Frage, wie kann man diese Diffusion der Standards und Normen begegnen? Und dann hat er gesagt, dann drittens gibt es, was er sagte, the corporate lobbyist dream, ja, der Traum von den Lobbyisten, ja, er sagte, der Weihnachtsbaum der TTIP, wo jede Gruppe versucht, das anzuhängen, was für ihn so günstig wäre. Und das ist, wo er dann Probleme hat. Und ob das alles stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Aber das war sozusagen eine Schlussfolgerung von ihm aus grüner Sicht, aus seiner Sicht wenigstens, über die TTIP. Und vielleicht aus Anfang wieder für die Fortsetzung der Diskussion ist das nicht schlecht. So, vielen Dank. Vielen Dank, Daniel. Man ist schon fast versucht, jetzt in die Debatte einzusteigen. Das tun wir aber nicht, sondern wir beginnen jetzt mit unserer ersten thematischen Runde zu einem Thema, was natürlich uns als Grüne Politische Stiftung besonders am Herzen liegt, nämlich was sind eigentlich die energie- und klimapolitischen Implikationen von TTIP, die hier zur Debatte stehen. Wir haben dazu ein fachkundiges Podium, das moderiert wird von Bastian Hermisson, unserem Büroleiter in Brüssel. Und Bastian, ich würde dich bitten, jetzt mit mir Platz zu tauschen. Komm doch bitte nach vorne. Ach so, das ganze Panel ist jetzt schon da. Okay, dann please, stay where you are. Also, Bastian, bitte. Vielen Dank, Ralf. Und wenn Sie sonst die Plätze tauschen wollen, fühlen Sie sich frei. Es ist ja ein offenes Format hier heute. You cannot see anything?
Over the course of the day, we're going to switch perspectives here and there. So please also feel free, there is seats over there, to just move over there if you'd like. Ich gehe aber zurück ins Deutsche, weil doch die Mehrheit des Publikums ja, glaube ich, deutschsprachig ist. Ich freue mich sehr, direkt jetzt in Medias Res gehen zu können mit der ersten Diskussion. Ralf Füchs hat eben schon darauf hingewiesen, Energie- und Klimafragen sind natürlich aus grüner Perspektive zentral für die Analyse von TTIP und sicher auch zentral, wenn es dann letztlich um eine Bewertung des Abkommens gehen wird. Energiefragen wurden bisher in den Verhandlungen auch noch nicht übermäßig diskutiert. Bei der nächsten Verhandlungsrunde, voraussichtlich im Januar in Brüssel, werden sie voraussichtlich eine größere Rolle spielen und daher ist es jetzt auch ein guter Zeitpunkt, tiefer in diese Diskussion einzusteigen. Vor einigen Monaten wurde ein Entwurf eines Kapitels von EU-Seite geleakt für ein Energie- und Rohstoffkapitel. Und allein dieser Leak hat schon scharfe Kritik von Umweltorganisationen und zivilgesellschaftlichen Gruppen hervorgerufen, was eine mögliche energiepolitische Agenda von TTIP angeht. Generell sehen Kritiker in TTIP die Gefahr eines Aufweichens der klimapolitischen Ambitionen und einer Umsteuerung in Richtung grüner Ökonomie. Befürworter hingegen sehen in der energiepolitischen Agenda von TTIP einen potenziellen großen Beitrag zu mehr Energiesicherheit für die Europäische Union, gerade auch vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine und des Konfliktes der EU mit Russland. Diese Fragen wollen wir heute jetzt diskutieren und hoffentlich kommen wir über diese beiden zentralen Themen hinaus auch noch auf einige Punkte, die wir vielleicht noch gar nicht so sehr im Blick haben, wenn es um energie- und klimapolitische Fragen angeht. Welche Bereiche gibt es denn, wo Grüne und Umwelt und andere zivilgesellschaftliche Gruppen eigene grüne Akzente setzen könnten in TTIP, in energiepolitischer Sicht? Auch das wollen wir in diesem Panel fragen. Ich freue mich sehr dazu, drei Inputgeber an meiner Seite zu haben und begrüße zunächst ganz herzlich Nick Maybe, zwei Plätze zu meiner Rechten. Nick Maybe ist Geschäftsführer von E3G, eines europäischen Thinktanks, insgesamt heißt das Third Generation Environmentalism, der in London seine Zentrale hat und sich auf die Verbindung von Umweltthemen, Wirtschaftsthemen und Sicherheitsthemen fokussiert und damit natürlich gerade für die TTIP-Debatte eine sehr interessante Verbindung verspricht. Nick hat auch zuvor schon als Berater von britischen Regierungen gearbeitet und war für die Wirtschafts- und Entwicklungspolitik beim WWF in Großbritannien verantwortlich. Herzlich willkommen, Nick Maybe. Dankeschön. Ich möchte auch ganz herzlich begrüßen zu meiner Linken Maya Volland. Maya Volland ist beim BUND die entscheidende Expertin für TTIP. Und der BUND, das wird Ihnen geläufig sein, ist die größte Naturschutzorganisation in Deutschland. Als solche natürlich eine Organisation mit besonderem Gewicht. Maya Volland ist auch, war schon bevor sie beim BUND anfing, eine Expertin in Globalisierungsfragen und internationalen Handelsfragen, auch an der Universität Marburg. Und ich freue mich ganz sehr, dass Sie hier sind, Frau Volland. Und last but not least begrüße ich zu meiner Rechten Christine Bersina. Den Namen muss ich noch etwas üben. Sie ist Transatlantic Fellow im Energie- und Gesellschaftsprogramm des German Marshall Fund of the United States. Der German Marshall Fund ist ja ein wahrhaft transatlantischer Think Tank mit mehreren Beinen in Europa und auch in Washington, D.C. Und Christine Bersina ist eine Autorin von etlichen Publikationen, die sich mit Energiesicherheitsfragen beschäftigen, die sich mit transatlantischen Energieströmen beschäftigen und insofern auch eine exzellente Speakerin für die Frage der Energiesicherheitsimplikation von TTIP. Und damit möchte ich auch direkt anfangen, Frau Bersina. Inwieweit kann TTIP aus Ihrer Sicht zur Energiesicherheit der EU beitragen und was sind die Knackpunkte, die transatlantischen Knackpunkte, wenn es um Energie- und Klimafragen geht bei TTIP aus Ihrer Sicht? Vielen Dank. Ich freue mich hier zu sein, aber ich werde Englisch sprechen. So I will begin with the Knackpunkte, the fault lines about. So we lay the groundwork, first of all, of what we're talking about when we talk about energy and raw materials in TTIP, and then go on to the potential for energy security. As Bastien mentioned, there were leaked documents a number of months ago which really lay out what some of these fault lines are. From the beginning, what the toughest area is what we're talking about when we talk about energy trade between Europe and the United States.
And in the leaked documents from the EU, from the Commission, we see clearly that having the crude oil and natural gas exports are something that the European Commission would like to be included in the TTIP, and that the TTIP would serve as a way to expedite and bypass American restrictions on crude oil and natural gas exports. Crude oil exports are currently banned since the 70s from the United States, but with the shale gas and shale oil boom, there are now unprecedented production of these. Natural gas is slightly more complicated because countries with free trade agreements are able to have a faster way of accessing LNG exports from the United States. So there's the topic area that the EU would like to be focusing on in TTIP. And then the next question is how that would be addressed within the agreement. The EU specifically would like a comprehensive chapter on energy in TTIP. This would seem a stronger way of addressing energy issues. So not having energy put here and there, but specifically as a focus of TTIP and a political statement fundamentally. And both of these issues are grounds for negotiation with the U.S., because you don't necessarily have the same enthusiasm on the other side. This hasn't been rejected, but this has not been accepted either from Washington. And whether this is the nature, a chapter or not, and whether this is having the exports or not, is really up for a lot of conversation. The third difference, the fault line, I think, is also just an approach and the way that TTIP is seen and TTIP and energy is seen by Americans versus Europeans. And the introductory remarks got to that a little bit, which is that in Europe, you have a sense of environmental concerns and consumer protection driving the conversation about TTIP. In the United States, there's a big focus on the investment aspects of TTIP. This is a largely business conversation. The common person barely knows what you would talk about, and it wouldn't really be carried down to that level at all. And so I think this is also an important fault line when understanding how the Americans might approach this agreement versus the Europeans. And what does this all mean for energy security? For Europe, two things. First, Europe itself cooperates better among itself when there is an impetus, both positive and negative. The Ukraine crisis and the need for perhaps alternative sources of natural gas is one impetus for greater cooperation. And we see that in the EU's energy security strategy from this summer as a way of really using that to say, okay, we have to clean up our own backyard, we have to learn to play better with each other, we have to invest in interconnections and infrastructure. And that was a negative push in order to focus on that. Having energy in TTIP is an equal push, but perhaps from a positive direction. Having encouragement from the United States to say, oh, we believe in cooperation on energy issues with Europe would be a way of saying, but you really also need to finish these things so that we can help you. And this is an equal and opposite push. So in that way, as a political motivation, TTIP could be very important for European energy security. Shouldn't have to be, but in the reality, Europe doesn't necessarily cooperate as well as it should. Then what the actual crude oil or natural gas supplies would mean for Europe is perhaps less clear, and I think is more of the secondary reason for energy security to sign TTIP. American natural gas exports will increase the amount of natural gas in the world, which will eventually affect European natural gas markets because there will be more gas on the market. Some of it will wind up here. It is possible that the prices will go down marginally. It is never going to be as cheap here as it is in the US, but it will have this tertiary, basically, impact no matter what, no matter where American natural gas exports go. But again, more supplies and some American natural gas molecules winding up in the European natural gas grid would benefit the European Union. And there is a chance also how with crude exports that the nature of the global oil prices would change and this
would in some way help secure and diversify European supplies away from Russian oil. But I think that is an even harder argument to make, because then you get into some of these other issues of oil dependence and what are we using oil for. I think the gas arguments for energy security are much stronger than the oil arguments are at the moment. And thirdly, when we move away simply from Europe and energy security in Europe in the most regular way that we understand it, there's energy security as a geopolitical objective, an energy security cooperation between Europe and the US as another objective that is related to TTIP and is, as Dan was saying, this foreign policy aspect of TTIP that isn't talked about as much on either side. And there's a fundamental question of whether Europe wants to be in the game when it comes to setting a global energy agenda, including on fossil fuels, and whether it wants to remain relevant, which is a reason to keep having these conversations. The recent US-China climate discussions and deals really shows the fact that that the US is moving in all directions, and Europe doesn't necessarily always have a priority relationship with the US to set an agenda first. And if that olive branch is being extended right now, if that opportunity is given, does Europe perhaps have a responsibility also to consider that opportunity and what it could mean for being on the front edge of new policy changes and of setting standards? Vielen Dank für diesen Input. Ich denke, damit wird auch nochmal deutlich, die unterschiedlichen Perspektiven, die man auf Klima- und Energiepolitik haben kann. Es ist eben eine wirtschaftliche, eine geopolitische Perspektive auf der einen Seite. Auf der anderen Seite natürlich auch aus grüner Perspektive eine klimapolitische Dimension, die mit TTIP einhergeht. Und die Frage möchte ich gerne an Maya Volland weitergeben. Was sind denn aus der Erfahrung des BUND und aus Ihrer Erfahrung die voraussichtlichen klimapolitischen Wirkungen von TTIP, wenn man sich jetzt diese Agenda anschaut? Und könnte man TTIP auch anders strukturieren, aus grüner Perspektive? Ja, vielen Dank. Wenn wir uns TTIP angucken, dann ist TTIP in allererster Linie ein Handelsabkommen, was von Handelsexperten ausgehandelt wird, mit dem obersten Ziel, Handelshemmnisse zu reduzieren. Ja, das ist das Prinzip, unter dem das gesamte Abkommen steht. Und entsprechend, wenn man sich Dokumente anschaut, die bisher bekannt sind zu TTIP, dann ist das Abkommen geplant als umfassendes Liberalisierungs- und Deregulierungsabkommen. Was wir brauchen für einen Klimaschutz, ja, es gibt mehrere Studien, die sagen, wenn wir das 2-Grad-Ziel erreichen möchten, brauchen wir oder müssen circa 2/3 der existierenden fossilen Energiereserven im Boden bleiben und dürfen nicht verbrannt werden. Und wenn wir diesen Wandel unseres Energiesystems erreichen möchten, brauchen wir handlungsfähige Regierungen, wir brauchen mehr Regulierung, wir brauchen strengere Gesetze. Und nach allem, was bekannt ist, würde TTIP da genau entgegenwirken. Ich kann ein Beispiel geben. TTIP plant eine dauerhafte Kooperation bei der Standardsetzung einzurichten. Und nach einem Vorschlag der EU-Kommission würde das so aussehen, dass geplante Standards zunächst mit dem Handelspartner abgesprochen werden. Ja, also es soll eine Pflicht geben zur Information und zur Konsultation. Und das würde zum Beispiel bei der EU heißen, dass alle neuen geplanten Richtlinien oder Verordnungen, beispielsweise für Mindeststandards, für eine bessere Klimabilanz, zunächst einen transatlantischen Handelscheck durchlaufen müssen. Und was das für eine ambitionierte Klimapolitik heißt, zeigt das Beispiel der EU-Kraftstoffrichtlinie und den Teersanden. Ja, ich weiß nicht, ob Ihnen das allen bekannt ist. Die EU-Kraftstoffrichtlinie sollte besonders klimaschädliche Kraftstoffe benachteiligen zugunsten von nicht so schädlichen Kraftstoffen. Das hätte zum Beispiel für Öl aus Teersanden bedeutet, dass diese nicht in die EU hätten importiert werden können oder nur sehr schwer zumindest.
Und auf Druck der Industrie und auch später dann auf Druck der Regierung der USA und Kanada wurde diese EU-Kraftstoffrichtlinie so weit verweichlicht, dass nun Öl aus Teersanden nicht benachteiligt werden. Und das ist nur ein Beispiel dafür, wie TTIP oder was für mögliche Folgen TTIP auf ambitionierte Klimaschutzmaßnahmen haben können. Aber es ist auch ein Beispiel, nur weil sich gerade die öffentliche Debatte so stark auf ISDS fokussiert. Es ist ein Beispiel dafür, dass zwar auch, aber nicht nur ISDS ein Problem bei TTIP ist. Vielen Dank. Eine Sache, die mir immer wieder auffällt in diesen Debatten, die wir auch hier haben, ist, wir sprechen natürlich darüber, was TTIP tun könnte, und niemand weiß, wie dieses Abkommen letztlich dann aussehen wird. Ne? Also der Teufel steckt natürlich im Detail oder der Engel, je nachdem aus welcher Perspektive und welches Thema. Und an der Stelle möchte ich eine Frage an Nick Maybe nochmal weiterreichen, der sich ja viel mit grüner Ökonomie beschäftigt hat, und fragen: Bis jetzt sind die öffentlichen Debatten zur Energiepolitik und TTIP sehr stark auf fossile Energien fokussiert. Gibt es denn relevante tarifäre und nicht tarifäre Handelshemmnisse für den Bereich der grünen Ökonomie, für den Bereich von Effizienztechnologien, erneuerbaren Energien? Wie sehen Sie die Frage, die immer mal wieder aufgeworfen wurde, aber anscheinend bislang in den Verhandlungen keine Rolle gespielt hat, des Abbaus von Subventionen für fossile Energieträger, was ja durchaus im Rahmen eines Handelsabkommens eine Rolle spielen könnte? Bitte. Thank you very much, and I apologize for being one of the non-German speakers at the conference. But I think before, it's interesting, the conversation is moving between these two levels, between the levels about a specific agreement, which we know very little about, and a geopolitical narrative that is very strong. And I think that means that we need to look at two questions in response to that. The first is, in the agreement, what would be the right balance of rights and responsibilities and priorities inside an agreement? Fine. But also, we need to look at the other level, which is, how important is this agreement compared to other things? There is a limited amount of political capital in the world, and 2015 is going to be a very crowded year. How important is this for European, in this sense, is priorities, because you can't do everything at once. And I think I just want to go through a few ideas around those two questions. The first one is, the one thing about tackling climate change, which people very rarely talk about, is it requires a global open trading system. For one very simple reason, we have to turn an awful lot of capital, $90 trillion in 15 years, from using old, outmoded technologies with old, outmoded business models, mostly in closed markets, to using new technologies with new business models in much more efficient ways. There is no way we can do that if we are faced with a balkanization of national markets and national champions. And as the example of solar and LED, and to an extent wind, has shown us, global markets, in this case Europe-China, driven by regulation in Europe and Germany, can drive amazingly powerful reductions in cost. But there is a big difference between trade in goods and controlling regulation and standards. And I think that's, so saying we need open markets, we need to, according to the World Bank, double the rate of technology diffusion. But there are also trade-offs in there. It's not just about diffusing technologies by selling people things, about them creating their own industries and being able to regulate to do that. And there is and that has to be accommodated, the need for local industrial policy. And perhaps we'll get into that a bit. It's not being talked about a lot, the right to regulate, to create jobs in there. So we need, this is, climate change requires very vibrant, dynamic markets and also strong government regulation. It's not a simple trade-off between the two. It's actually something much more creative. So will TTIP help deliver a zero carbon Europe transatlantic economy? Because that's what Obama signed up to, and that's what we're signed up to by the mid-century. Zero carbon economy. So that's our benchmark. And actually, if you look through, to be honest, it's not going to be the biggest driver. If you look at some of the areas we're going to regulate in, we have a WTO process to lower tariffs on low carbon energy efficiency goods. That's ongoing. Perhaps we could go a bit faster in TTIP on the goods, low tariffs anyway.
I would love to see more US government procurement open for efficient European producers. 85% is closed at the moment by America Act. Only 15% of European procurement is closed, by the way. This is one of the big things in TTIP. We'll see. That could improve very lamentable US efficiency at the moment. And in theory, it could be very useful to have a lot more common standards between Europe and the US. But I think we need to think carefully about this. Actually, at the moment, we've seen a very powerful role of regulatory competition, where European standards are setting the pace in Asian markets in lots of areas, US standards in a few, particularly on some air pollution. And that seems to be driving ambitious standards. And when we look at what we're going to need in the future, the dynamic standards in appliances, things like eco-design directive, there's a real question of, is harmonization and regulatory coherence, is that the big thing that's going to drive economic gains or not? And actually, I think that I doubt at the moment. We're in such a dynamic phase. I think competition is a more powerful driver, as it is always argued tax competition is, than in terms of driving the low-carbon economy. There are some areas like smart networks and smart appliances and EVs where current regulatory processes between US and China and EU and China, not so much between US and EU, are not going that well. But again, you think, why inside TTIP? Wouldn't it be better and faster to do it outside TTIP in a more specialized forum? So I think there are some benefits there, but it's not clear that TTIP is going to be the place to get that. So there are probably some marginal benefits, but there are also fora trying to get those benefits already. Inside the idea that open markets are a vital part of this area. But I think we go back to this rights and responsibilities. What are the things that aren't being discussed in TTIP? And this is, if you look at the issues we need for a zero carbon economy, if we're going to do financial regulation in TTIP, we need to have a discussion of how we look at fossil pricing on markets. New York and London are the most exposed markets to fossil carbon bubble and fossil risk. Actually, they undercut each other, and they both say we can't act on this because we'll be outcompeted by the other market. So there is a real issue there. Fossil subsidies is another area. Our heavy industries continually complain about mutual competition. Well, why don't we have TTIP looking at how to make state aids and carbon policies between our heavy industry sectors, which are very tightly bound both in investment and trade terms, more amenable, so they can both move more aggressively on a decarbonisation path. At the moment, they're not moving at all. I haven't heard anybody discussing sectoral agreements or sectoral moves there in order to drive the decarbonisation of cement, steel, aluminium refineries, if there were any left in the US. So where's that positive agenda? And I think that's one which we should see developed more. I must admit, the last time we discussed this, it's interesting to the early 90s in the OECD. At this point in the negotiations, there was a discussion for binding standards on corporates or multinationals in the multilateral agreement on investment. And no one's discussed anything near that set of responsibilities. So it's quite interesting. This TTIP seems very unmodern to me. It's very unbalanced. It's not a very modern treaty. And if it's trying to set global standards and really focusing on emerging Asia, surely shouldn't there be more on corruption and competition and these type of systemic risk issues if it was really trying to make change? So that's it. A bit unbalanced agenda, if it's going to make real difference, has to do more. And my last point would be, is it the right priority, particularly in 2015? I understand people want to get this agreement done while Obama's still in the White House. But if it's about economics, we're talking about 0.5% of GDP by 2030. Best case, I can get you 4.5% of GDP with energy efficiency in Europe by 2025, and I will guarantee that tomorrow. 9 times more GDP. If you just do a European integrated grid, you get half as much as TTIP. Car stand. I mean, really, there are, and the G20 discusses, it's investment in infrastructure, it's a package of productivity measures and reform around those markets that are going to drive the economy. I think this is a bit of a distraction, because people were trying to find something to do, to be honest. So that's one. And the second piece is, at the moment, the biggest threat to the Paris Climate Treaty is a distraction from our leaders. They've got a lot of things to do. ISIS, Ukraine, North Africa, the global economy.
trying to conclude TTIP at the same time as concluding a Paris climate change deal, a Paris climate change deal that economically is far more important than TTIP in objective terms, it's just a more important thing, is generally, I think, a bad piece of diplomacy and a bad use of our resources. So, you know, the question is, why such the rush when we've got other things on our plate that are more important and perhaps wouldn't generate such a large backlash of public support? Because, again, I do worry that in our rush to do too much, we may achieve nothing, as opposed to achieving the most important things next year, which are the SDGs and the Paris Agreement. Thank you. Vielen Dank. Ich würde eine Rückfrage daran gerne anschließen und wer immer sie beantworten möchte, gerne. Und danach es öffnen, deswegen überlegen Sie sich ruhig schon mal, wer Kommentare und Fragen auch hat. Und zwar, Nick, du hast gerade gesagt, die Priorität ist erstmal EU-intern, ja, was wir dort hinbekommen. Und es gibt ja Stimmen, die sagen, genau dafür kann TTIP aber eine Gefahr bedeuten. Für EU-interne Regulation, Direktiven, größere Infrastrukturprojekte. Wie wird das von Ihnen eingeschätzt? Kann TTIP eine Gefahr sein, auch für die EU selbst voranzugehen im Bereich von Energieeffizienz, Erneuerbaren und Klimaschutz? Anybody who's worked on policy making in government will know that WTO disciplines on standards and investment protection inside the state aids and others are brought into regulation very early on. So when people say these international rules don't affect policy making, that's just wrong, because they are brought in and they restrict what's allowed on the agenda. And certainly there are certain areas like industrial policy and the role of local content, where, to be honest, I don't think TTIP will be stronger than European rules, which everybody's having a problem with. Community energy is quite interesting. If you have concessions for supplying energy and some of them are restricted to localities as opposed to everybody, that tends to go against, actually, again, European rules and TTIP rules. So, again, it's very hard without the detailed text on the table to do this. But whenever we've done this before, it is in the detail. And there are certain types of action you need to go low carbon, particularly about investing locally in energy, in energy efficiency, in energy resilience, and in community activity, which have involved changes to the normal approach to doing markets in Europe as well. And so I would expect them to be difficult for TTIP to handle without very explicit carve-outs of those types of activity, which would not be caught in a general exemption for environmental things, because you actually would have to say this is allowable to do. So again, but it's very hard, this kind of abstract discussion of very detailed law. Ja, wenn man, also ich habe vieles ja schon gesagt, ob TTIP eine Gefahr sein kann für die EU-Klimaschutzziele beispielsweise. Ich meine, es gibt viele Instrumente, die geplant sind in TTIP, die tatsächlich eine Gefahr dafür darstellen. Ja? Also beispielsweise auch ISDS, also das Investor-State Dispute Settlement. Es wird schwierig sein, gerade wenn es unklare Regelungen gibt, wie beispielsweise bei Fracking. Da gibt es in vielen EU-Ländern unklare Regelungen. Es wird schwierig sein oder schwieriger mit einem ISDS in TTIP, Moratorien, also Verbote für Fracking durchzusetzen. Und wenn man sich die Agenda anschaut, die, wie schon gesagt wurde, sehr einseitig ausgerichtet ist, ist abzusehen, dass klimaschutzpolitische Maßnahmen und Regulierungen sich nicht durchsetzen werden in diesem Abkommen. Es ist ein Handelsabkommen, wie schon gesagt, was in allererster Linie den transatlantischen Handel fördern soll. Und natürlich, ich gebe Ihnen recht, es ist wichtig, offen oder einen möglichst freien Austausch von Umweltgütern, wie auch immer man die definiert, zu haben. Deutschland wäre in seiner Energiewende sicherlich nicht so weit, wenn wir keine Solarpaneele hätten importieren können. Aber es ist auch genauso wichtig, regulieren zu können. Ja? Gerade wenn wir einen Ausbau von erneuerbaren Energien haben möchten, in großem Maße ist es wichtig, lokale Lösungen zu haben. Lokale Lösungen sind wichtig oder effizienter teilweise auch, weil sie viel besser ein Management von Angebot und Nachfrage
garantieren können. Dadurch kann man beispielsweise große Energiespeicher vermeiden. Dadurch kann man Übertragungsverluste vermeiden. Und sowas würde TTIP, gerade auch wenn sich der Vorschlag der EU-Kommission für ein Energiekapitel durchsetzen würde, enorm erschweren. Und ich denke, dass man für eine Harmonisierung von Standards bei Umweltgütern beispielsweise kein TTIP braucht. Sicherlich ist es sinnvoll, ähnliche oder gleiche Standards oder technische Vorschriften zu haben für Stecker von Elektroautos. Ja, aber dafür brauche ich keinen TTIP. Okay. Vielen Dank. Damit würde ich die Runde eröffnen für Sie. Die Idee heute ist ja, ein starkes Debattenformat zu haben. Und Frage, wer den Anfang machen möchte. Ich sammle dann die Namen. Beginnen wir mit Ihnen. Bitte schön, wenn Sie kurz Namen und Organisation nennen könnten. Petra Erler, ich bin Geschäftsführerin eines Potsdamer Thinktanks, die European Experience Company. Und ich bin wirklich froh, dass diese Debatte eigentlich gedacht war, ein bisschen mehr Objektivität, also mehr Fakten sammeln, in die Debatte zu bringen. Ich habe das Gefühl, dass wir auf unserer europäischen Seite das nicht geleistet haben, was offenbar Amerika ganz kurz als europäische NATO, als ökonomische NATO bezeichnet. Also die Tatsache, was ist das eigentlich für uns? Und ich denke, dass wir nur die Folgen von TTIP richtig beurteilen könnten, wenn wir wissen, wie die Welt um uns herum aussieht, die außenpolitische Komponente, und dass wir uns entscheiden müssen, dass wir in dieser Welt mit jemandem zusammengehen müssen. Also der APEC-Gipfel hat es mir eigentlich klar gemacht. Wir können nicht mehr so einfach sagen, wir sind der größte Handelsblock der Welt. APEC ist es. Und der Klimadeal der Amerikaner mit den Chinesen hat mir klar gemacht, da haben wir eine Chance verpasst. Wir hätten auch gemeinsam entweder mit den Chinesen oder mit den Amerikanern einen Deal aushandeln können. Und möglicherweise wäre der besser gewesen, wenn Europa mit am Tisch gesessen hätte. Und die Frage ist, warum saßen wir nicht an diesem Tisch mit? Und das sollte uns bei der Diskussion, hilft TTIP, Umwelt- und Klimaschutzziele Europas durchzusetzen, schon mit beschäftigen? Ich meine, ich möchte auch 2% einhalten. Aber wir haben nur 11% der Emissionen. Das bedeutet, 89% der Emissionen, die wir bekämpfen wollen, haben andere. Und das bedeutet, ich muss engagieren. Und ich frage mich, wer sind unsere Partner in diesem Prozess? Das Zweite, ich finde schon, wir sollten auch bei der Diskussion rational beurteilen, dass wir schon heute Konsultationsverpflichtungen haben, wenn es um europäische Regeln und Standards geht. Die erste Konsultations- und Prüfungsverpflichtung ist die, ob unsere Regeln WTO-konform sind. Und das beschränkt schon mal europäische Normsetzungen. Und immer dann, wenn wir das aus politischen Gründen ignorieren, landen wir vor der WTO. Ich finde überhaupt, dass wir in der gesamten Debatte uns überlegen sollten, dass wir ja an sich einen multilateralen Verhandlungsrahmen wollten, aber der aus verschiedenen Gründen bisher gescheitert ist und auch Bali leider immer noch nicht unter Dach und Fach ist. Unter den Bedingungen müssen wir uns doch fragen, hilft eine Zusammenarbeit mit den USA, hilft TTIP, das internationale Handelssystem zu stärken, ja oder nein? Und die dritte Frage, die ich mir immer stelle, ist, und das liegt daran, dass ich lange in Brüssel gearbeitet habe, mit welcher bemerkenswerten Arroganz wir eigentlich über andere Völker immer urteilen. Nicht nur, dass wir wussten, dass es Pleitegriechen gibt oder so, sondern die Frage, wieso unterstellen wir eigentlich, dass eine andere Demokratie mit all ihren Schwächen, die sie hat, so viel schlechter ist, so viel weniger Wert auf die Einhaltung von Standards legt als wir. Wieso glauben wir eigentlich, dass die Amerikaner sozusagen, ein bisschen knapp ausgedrückt, angetreten sind, ihre Menschen zu vergiften, den Gesundheitsschutz zu missachten? Warum haben wir diese Überzeugung? Dankeschön. Und ich finde, darüber sollten wir auch reden. Vielen Dank. Im nächsten Panel geht es dann ja auch genau um die Auswirkungen auf Drittländer und auch um die Frage des internationalen Handelsregimes. Herr Uhlendorf, direkt nebenan, Sie waren das Nächste. Und dann hatte ich hier zwei Meldungen noch. Dann danach, Herr Uhlendorf. Herr Nils Meyer-Uhlendorf, Ecologic. Eine Frage an Nick.
Du hattest gesagt, also TTIP sei in gewisser Weise ein unmodernes Abkommen. Und dann auf die Fragen finanzielle Regulierung und State Aid verwiesen. Und dass man da möglicherweise eine positive Agenda herstellen könnte. Könntest du das ein bisschen ausführen? Das würde, glaube ich, sehr interessant sein. Dankeschön. Ich würde gerne eine ganze Reihe von Punkten sammeln, weil ja doch viel Interesse am Austausch ist. Bitte schön, der Herr. Und Harald Schumann vom Tagesspiegel. Ich habe auch eine Frage an Nick Mabry. Und zwar, er hat einmal so quasi im Vorbeigehen erwähnt, es gibt keinen nachweislichen wirtschaftlichen Nutzen. Vielleicht kann er das noch ein bisschen ausführen. Ist es tatsächlich so? Gibt es keinen, also ich meine 0,5% zusätzliche Wirtschaftsleistung in Europa bis 2027, das geht unter im Hintergrundrauschen und entzieht sich der Messbarkeit. Ja, also ist nicht relevant. Wenn das so ist, wenn das wirklich stimmt, dann muss ich ganz doof fragen, was soll das Ganze dann überhaupt? Also wenn es gar keinen nachweisbaren wirtschaftlichen Nutzen gibt, wozu dann die große Aufregung? Und gibt es dann nicht wirklich ganz andere Prioritäten? Und in dem Zusammenhang, vielleicht ist das andere ja wichtig, und das hat auch Nick erwähnt, aber da kann vielleicht Frau Bergina noch mal eine Antwort drauf geben. Es ist die Rede vom starken geopolitischen Narrativ. Immer wenn ich mich dann frage, naja, wenn wir jetzt mit den Amerikanern TTIP gemacht haben, was ändert sich denn dann für die VW-Produktion in Shanghai? Dann kriege ich immer keine Antwort. Ich würde gerne wirklich wissen, wie dieses angebliche geopolitische Spiel sich dann tatsächlich praktisch im wirklichen Leben auswirkt. Kann mir da irgendjemand mal ein konkretes Beispiel nennen, damit ich meine Fantasie angeregt wird, worum es da eigentlich wirklich geht, außer um irgendwelche allgemeine Symbolik, dass der Westen sich irgendwie zusammenrauft und ein gemeinsames Abkommen hinkriegt, von dem es auch schon tausend andere gibt. Wo ist der Clou? Ja, bei der sogenannten Geopolitik mit Hilfe von TTIP. Dankeschön. Ich würde zwei weitere Wappen nur noch dran mitnehmen und dann nochmal zurück zum Panel. Die Dame hier hinten, genau. Elke Rüder, Bundesverband Naturkost. Bei dem Wort Green Economy vermisse ich den Bereich Ernährung, Landwirtschaft, auch unter dem Titel, auch unter der Überschrift Klimaschutzziele. Denn dieser Bereich trägt zu einem ganz großen Maß zu den Problemen bei, die wir haben. Und hier haben wir im Bereich der regulativen Zusammenarbeit sicherlich große Schwierigkeiten mit den USA zu erwarten. Von daher bin ich dann auch sehr gespannt auf den Workshop heute Nachmittag. Vielen Dank. Herr Stolper, bitte schön. Ja, Ernst-Christoph Stolper, BUND. Ich habe zwei Hinweise und eine Frage. Der erste Hinweis, es wird ja derzeit seit diesem Jahr auch verhandelt plurilateral über Umweltgüter. Weil die Frage des Formates auftauchte, ist TTIP das geeignete Format oder braucht man vielleicht andere Formate? Da ist China beispielsweise mit drin, ein viel sinnvolleres aus meiner Sicht Format, um Fragen für erneuerbare Energien und Umweltgüter zu diskutieren und zu verhandeln. Zweiter Hinweis, Frau Bersina hat angesprochen, das geleakte Papier der EU-Kommission. Ein Punkt da drin weiter ist, dass die schon sehr restriktiven Bestimmungen der EU hinsichtlich der Förderung beispielsweise von erneuerbaren Energien, wenn das in Kraft treten würde, quasi völkerrechtlich festgeschrieben werden und dann auch nicht mehr zurückgeholt werden können. Also die restriktive Förderpraxis oder Beihilfepraxis der EU würde durch das TTIP sozusagen noch verschärft und festgeschrieben. Und die Frage, die ich habe, geht auf, weiß nicht, wer sie beantworten möchte, Frau Bersina vielleicht, oder auf die inneramerikanischen Differenzen über das, was die EU dort vorgeschlagen hat. Weil das ist ja in den USA eingeschlagen wie eine Bombe. Auch unser Partnerverband, der Sierra Club, ist da hoch alarmiert, weil es aller Voraussicht nach zu erhöhten Energiepreisen in den USA führen wird. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, gibt es hier nicht eine verborgene Interessensidentität zwischen amerikanischen Ölkonzernen, Öl- und Gaskonzernen, die einen stärkeren Preis, einen höheren Preis haben wollen, um auch ihr Fracking weiter fortsetzen zu können, was ja derzeit etwas abflacht, und das aber ihrer Bevölkerung nicht sagen wollen und deshalb die Kommission sozusagen benutzen in dieser Interessensidentität, um diese Frage in die amerikanische Diskussion hineinzubringen. Wie schätzen Sie die Problematik, also den Sprengstoff in der US-amerikanischen Diskussion ein? Vielen Dank. Dann gebe ich zunächst mal an Sie, Frau Bersina.
There are many interests in the United States when it comes to TTIP, to exports, not to exports, in the same way that when the European Commission leaks a draft, it perhaps bears little resemblance to what many in this room would see as the purview of energy and TTIP. So energy prices in the United States are low, and an energy company would perhaps like them to be higher. I don't see this as a hidden agenda of TTIP by any means that the Commission is playing into, because it is, I'd say there's an even louder response, for example, from the chemicals industry in the United States to under no circumstances allow energy exports, because that would undermine the manufacturing renaissance that they are celebrating in the United States. And so I think that if you look down at what is beneath something in any of these situations, there's a plethora of interests, and each one of them is going to be pushing and pulling. I'm sure that someone thinks that, but I don't think that that is one of the decisive factors in TTIP. Geopolitics. Concretely, what would it look like if there was the geopolitical impact of TTIP? What I can speak to specifically is gas. And the simple situation that in Europe, natural gas production is declining, consumption also is declining, but not to the extent that the production is. There are a limited number of places on the planet where new gas resources exist, and the U.S. Is one of them. And if you... Of course, there's plenty of dispute of what the full life cycle emissions are of shale gas. In general, even the Commission's research has found that you have less methane from shale gas than you would from coal. So given Europe's need to lower emissions, its political commitment towards that goal, and the availability of American natural gas, the concrete appearance of America opening up its natural gas market, natural gas resources to Europe, or rather simply undoing a restriction, is a very clear political signal that it would be together in an alliance, very much with this NATO similarity with the Europeans, as opposed to criticizing the Europeans for not investing adequately in their infrastructure, not diversifying their resources, but not helping when they are currently one of the richest energy producers globally. So concretely, it would look like solidarity, no matter where that gas actually went, because of the price differences, likely that gas, even under TTIP, would go to Asian markets. But it would send a clear signal, the hope is, to Russia in particular, that there are alternative sources that Europe is able to find or to politically negotiate should it need them. Not as a means of, you know, it's not a radical turnaround, but it's simply the notion that Europe is capable politically to diversify its energy sources under trying times. And that's what it would look like. Vielen Dank. Nick, maybe would you like to continue? Yeah, I think that last point is quite interesting in terms of priorities. The whole of the energy efficiency industry and most of the large corporates in Europe were arguing for a 40% efficiency target, which would have made Russian imports unnecessary of gas by 2030, which wouldn't mean you wouldn't have them. It just would give you that space reliably by 2030, whereas US exports of shale gas wouldn't. But that efficiency program wasn't seen as a geopolitical priority. Why? Because people who do geopolitical priorities don't think about insulation in houses. I used to work in the Foreign Office. It's kind of beneath them. And that's where I come back to the point on geopolitics. Geopolitical narratives really worry and scare me because they're stories. Stories are very powerful, but often have very little relationship to reality, and they make people do things they wouldn't do otherwise. And I worked in the Prime Minister's office during the Iraq process. I wasn't working on it, but I saw the story, and I saw the power of narrative. And I very much worry that the power of narrative, which I've heard from European negotiators, that if TTIP fails, this is
would show the decline of the West, and the West is now broken, is a deeply dangerous thing to do with a highly technical regulation that will enter into everybody's lives, what they put in their mouths, what they have on their skin. That's not the way to push something this detailed. So that worries me as a consumer and as a voter, that that story is, one, not true, but two, could make us do silly things too quickly. So that's why I say, slow down, don't have such silly stories. If I was going to construct a geopolitical narrative about a transatlantic things for like Prime Minister and say what would actually be useful, what would actually be underneath it would be a fight over the role of the state in the economy, and it's about state-owned enterprises. And if you go to Beijing, what they think TTIP is about is controlling their state-owned enterprises, something they are also trying to do in China, but not to the extent we probably want to control competition between state-owned enterprises and the idea that we will turn into a feuding set of mercantilist blocs. That's a reasonable thing to worry about. It would mean I'd be seeing lots of things in TTIP if that was the substantive geo-economic process on competition, on corruption, on transparency, on regulation. But I'm not. So much as I could see there's an argument there that, you know, if you take one view of where China's going, this is a counterbalance, I'm not seeing that emerge, so that's why I don't think it's very modern, even defensively modern. Perhaps it will. Perhaps the other chapters we haven't seen will emerge that. But at the moment, a credible policy agenda to back up that geopolitical narrative isn't there. But I, kind of coming back to the first comments, which is... the real problem is here, Europe doesn't know what its geopolitical interests are. It's flopping around. We, you know, as with a group of companies, we lobbied the Commission to put climate change and urbanisation at the heart of the EU-China investment agreement last year, and they rejected it. They haven't have an agenda, they just want, it's just not connected. And so our partners, if you're in Beijing or Washington, look at us with despair, because we cannot make up our mind what we want. And we flip-flop between being, are we getting out of the pole, or are we going to be the West, or are we, what are we? We don't have an agenda, which is why when APEC comes along, we go, why weren't we there? Well, we could have been there. We were there 3 years before. We just didn't invest in the political energy in doing it. So, in a sense, what this comes back to for the EU is, we've got to make up our mind what we want and how we figure in this world, or we will continually face moments like Obama-Xi, where I can tell you, the number of headless chickens, to use an English expression, running around in prime minister's offices and in environment minister's offices in Europe going, why didn't they tell us? Was ridiculous. It's like, they did tell you, you didn't listen, you didn't do anything about it. Your fault. Or actually, our fault. We've got to make them better and make them tell us why this is a priority. Because I come back to that. I worry they haven't thought it through. It is just a story, and therefore it's not in our best interests, and we should have that debate, not get sucked into discussions about detail of text that doesn't exist. Dankeschön, Frau Volland. Ich würde gerne auf zwei Punkte eingehen. Ein Punkt, der von Ihnen kam, Sie hatten von Arroganz gegenüber Standards gesprochen und dass viele Bürger und Bürgerinnen in der EU sich arrogant gegenüber Standards in der USA äußern würden. Es geht nicht um EU-Standards gegen US-Standards. Also das wird auch häufig immer wieder von Befürwortern und Befürworterinnen von TTIP ins Feld geführt, dass es Anti-Amerikanismus ist, was Kritiker anbringen. Es gibt sehr viele Standards, die auch in den USA besser sind als in der EU, ja? Beispielsweise im Finanzsektor. Es gibt sehr viel strengere Regulierungen da, als es in der EU gibt. Die Gefahr ist einfach nur, dass, wenn es zu einer gegenseitigen Akzeptanz von Standards kommt, sich im freien Wettbewerb die niedrigeren Standards durchsetzen. Das ist die Gefahr, die auch beispielsweise schon das Beispiel, was ich gebracht habe, mit der Richtlinie, mit der Kraftstoffrichtlinie und den Teersanden gezeigt hat, dass wenn es um die Förderung von Handel geht, ambitionierte Klimaziele auf der Strecke bleiben und so Standards nach unten geschraubt werden, also es zu einem Race to the Bottom kommt. Ein weiterer Punkt ist, Green Economy wurde angesprochen, ist ja auch so ein bisschen der Titel hier dieses Panels, Grüner Handel. Wenn wir uns anschauen,
wie TTIP jetzt gestaltet ist, dann würde es beispielsweise, Sie hatten die Landwirtschaft angesprochen, es zu einem stärkeren Wettbewerb auch in der Landwirtschaft kommen, was kleine und ökologische Landwirte und Landwirtinnen weiter unter Druck setzen würde. Und so sieht kein grüner Handel aus. Was brauchen wir für einen grünen Handel? Grüner Handel ist ja nicht nur, dass es einen leichteren Handel von irgendwelchen Umweltgütern geht. Grüner Handel ist, dass man sich fragt, was hat beispielsweise die globalisierte Landwirtschaft für Auswirkungen auf das Klima, beispielsweise. Und für einen grüneren Handel brauchen wir höhere Standards, wir brauchen Regeln und Auflagen für Unternehmen. Wir brauchen transparente Wertschöpfungsketten, um nur einige Beispiele zu nennen. Wir brauchen auch die Förderung von lokalen und regionalen Wirtschaftskreisläufen. Und von all dem ist in TTIP nichts zu sehen. Und nach meiner Meinung nach ist davon auch nichts zu erwarten. Vielen Dank. Ich würde jetzt noch eine Runde machen. Und Michaele Schreier hatte sich als Erste gemeldet. Dankeschön. Vielleicht an Harald Schumann der Hinweis. Also fragen Sie nach BAFÖW nach oder dem Berichterstatter im Europäischen Parlament, Herrn Lange. Der kann genaue Beispiele dafür geben, wie die Handelshemmnisse im Moment sich zum Beispiel auf VW auswirken. Zu dem Energiechapter nochmal, was jetzt hier Gegenstand ist. Ich verstehe das so, dass das Energiechapter den Handeln mit Brennstoffen beinhalten wird. Und insofern erneuerbare Energien hier nicht drin ist, weil erneuerbare Energie betrifft ja dann die Anlagen. So, und da würde mich auch nochmal die Einschätzung auch von Nick interessieren, was wir brauchen für den Bereich der Energie. Wende der Veränderung ist ja wirklich eine Dynamik und ein Wettbewerb um die besten Lösungen. Die besten Lösungen hinsichtlich der Anlagen für die Erzeugung von erneuerbaren Energien. Und da frage ich Sie, kann es hier zu zusätzlicher Dynamik kommen? So. Und hinsichtlich jetzt der Aussage, das Abkommen sei not modern, modern wäre ein Wettbewerb um die besten Regulierungen. Da bin ich jetzt etwas erstaunt, weil wir sozusagen von europäischer Seite ja genau betonen, es soll nicht um den Wettbewerb von Regulierungen gehen, sondern Regulierung kann jede Seite festsetzen. Und das ist ja das Wesentliche auch an TTIP wie auch an CETA, dass das Regulierungsrecht der jeweiligen anderen Partner nicht in Frage gestellt wird. Also insofern erstaunte mich jetzt das Plädoyer für einen Wettbewerb der Regulierung. Dankeschön. Gibt es weitere Anmerkungen von Ihrer Seite? Ja, der Herr, bitte. Bitte. Is that working now? Yeah, okay. When in the opening remarks of Ralf and Daniel, we have heard that TTIP could become an instrument for higher standards in trade if we would take the courage to, well, discuss it. And I would like to ask the panel, what specifically does the process of negotiating TTIP provide for civil society to discuss the standards that would be applicable to different industries? A concern that I have is that the secrecy that we have seen so far and the actual difficulty to understand what happens of course, is inhibits in a way to take part in this discussion. And that is why the claim or the invitation to negotiate and to share the negotiation to me looks a little bit fake and superficial. A second remark would be that when I hear that the perspective in the US on TTIP is about business, I would like to remark that, yeah, it is about business, but we have to ask each other, what kind of business do we want? Do we want a kind of business that respects the rights of nature and human beings? And do we want a kind of business that, or do we go for business as usual, conventional business? And I would posit that indeed EU standards are higher,
because in the EU, civil society is stronger than in the US. So how can we factor those aspects into the negotiations of TTIP? Dankeschön. Dann habe ich noch eine Reihe von Wortmeldungen hier und dann würden wir nochmal zum Panel kommen. Herr Moody, bitte. Now, yes, Glyn Moody, you'll be hearing from me this afternoon, I'm afraid, but I can't restrain myself because there was a very important question asked by the gentleman on the side, I think, about the growth. This 0.5% that Nick mentioned, it's important to emphasize that is the official figure from the European Commission's own study from CEPR. That's the best case scenario. So you've got the best case scenario from a study commissioned by the European Commission. 2 weeks ago, an independent study came out from Tufts University, not commissioned by the Commission, not commissioned by people against TTIP. And the figures are rather different. It predicts that TTIP would lead to net losses in terms of GDP. Northern European economies would suffer largest GDP reduction of minus 0.5%, France minus 0.48%, Germany minus 0.29%. It would lead to a loss of labour income of about 5,000 euros per worker, and it would lead to job losses, 600,000 job losses, including 223,000 in northern Europe. Germany would lose 134,000, and France 130,000. So that's an independent estimation of the effect. So I think the question raised there is really important. Is it really worth doing this? And that question must be answered. Dankeschön. Frau Ileri, bitte. Thank you. I have a question for Mrs. Berzina. You mentioned about the exports of oil and also natural gas. How is it going to affect Russia and Turkey? I mean, now we are building these huge pipelines, TANAP and also TAP. And is there going to be next pipelines? And I have other question, I mean, for the panel. If geopolitics is such a no story, then, there's a new basin, you know, in East Mediterranean for natural gas, a huge potential. Well, I prefer to have geopolitics as a nice story because then our chapters with the European Union are not going to be blocked because of the Cyprus issue. So is there a real potential without, new natural gas coming from region? Then it's going to be also affect very, very good Turkey relations. I'm not asking it, of course, just mentioning it, but I'm wondering how is it going to affect the new pipeline projects of European Union? Vielen Dank, Barbara Unmüßig. Ja, Barbara Unmüßig, Heinrich Böll Stiftung. Angenommen, wir haben sehr, sehr gute Standards, zum Beispiel beim Autobau oder bei der Prüfung von Sicherheitsstandards und so weiter. Ein Ziel von TTIP. Wir haben gute Standards, die verhindern, dass Kosten entstehen und vielleicht auch Ressourcen verbraucht werden, auch natürliche oder Rohstoffressourcen, die unsinnig angewendet werden, weil es zwischen USA und Europa absolut absurde Regularien gibt für Sicherheit und anderes. Angenommen, wir haben dafür gute Standards und die werden harmonisiert. Ist ja was, was anstrebenswert ist, auch aus einem Ressourcenkontext heraus, nicht nur Finanzressourcen. Dann ist für mich aber die Frage, warum ist es die letzten 20 Jahre nicht gelungen, sich bilateral zwischen der EU und den USA auf solche technischen Standards zu einigen? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum es hier nicht ein Expertenpanel gibt, das das aushandelt. Warum ist es gescheitert, diese Harmonisierung zu machen? Es ist ja gescheitert. Und von daher, natürlich ist völlig klar, was meine Frage insinuiert. Warum braucht man jetzt ein Handelsabkommen, um genau diese Absicht, gute harmonisierte Standards, die ressourcenschonend aufzubauen, wenn da nicht vielleicht doch noch ein anderes Ansinnen dahinter steckt? Und ich möchte wirklich gerne diese Frage beantwortet haben, warum man TTIP braucht, wenn man eigentlich, wie ich finde, richtiges Anliegen, unsinnige Standards wie Sicherheitstechnik und so weiter zu reduzieren braucht. Dankeschön. Die letzten beiden Wortmeldungen, Ernst-Christoph Stolper, bitte, und dann Rainer Bütikofer.
Ja, eine ganz kurze Anmerkung zu dem, was Michael Schreier eben gesagt hat. Der ganze Bereich der Elektrizität ist mit in dem Vorschlag der Europäischen Kommission. Man weiß ja noch nicht, ob es insgesamt überhaupt ein Kapitel zur Energie geben wird, weil das noch umstritten ist. Aber in dem Vorschlag der Europäischen Kommission ist der gesamte Elektrizitätsmarkt, der gesamte Bereich der Subventionen, Procurement und auch es gibt ein eigenes Kapitel zu der Frage Localization, ist mit in da drin. Insofern die erneuerbaren Energien sind da auch komplett mit eingeschlossen. Dankeschön, Rainer Bütikofer. Dankeschön. Auch zu Standards. Es gibt eine Umfrage von Pew, die vor einigen Monaten publiziert worden ist, wo sowohl in den USA als auch in Europa gefragt wurde, wie viel Vertrauen es jeweils gäbe gegenüber Standards. Und da gab es ein interessantes Ergebnis. In den USA haben über verschiedene Bereiche hinweg zwischen 25% und 30% etwa der Befragten gesagt, wir vertrauen mehr auf europäische Standards. Die Mehrheit war der Meinung, wir vertrauen mehr auf amerikanische Standards. Während in Europa das Zutrauen zu amerikanischen Standards in keinem der abgefragten Bereiche über 5% lag. Also da gibt es schon sozusagen einen deutlichen Unterschied. Und zwar, obwohl es durchaus zutrifft, dass es jedenfalls zwei Bereiche gibt, in denen die amerikanischen Standards schärfer sind. Das ist einmal Pharmazie und das ist auch Finanzdienstleistungen. Trotzdem gibt es diese andere Wahrnehmung und meines Erachtens hat das sehr stark damit zu tun, dass im Zusammenhang mit TTIP von amerikanischer Seite die Stimmen, die zu hören waren, im Wesentlichen davon geredet haben, dass europäische Standards zu hoch seien und abgesenkt werden müssen. Solche Stimmen gibt es aus dem Transatlantic Business Dialogue, solche Stimmen gibt es von der, vom Verbänden in der chemischen Industrie, von einzelnen Unternehmen wie DuPont und so weiter und so weiter. Das sind die Stimmen, die man gehört hat. Und ich glaube, das schlägt sich dann auch eben im öffentlichen Bewusstsein nieder. Und ich muss sagen, so sympathisch mir die Idee ist, dass man diese Verhandlungen nutzen könnte, um bessere Standards zu erreichen, so wenig habe ich bis jetzt gesehen, dass es in einem einzigen Bereich Gegenstand der Verhandlung wäre, die Standards nach oben zu setzen. Also zum Beispiel im Bereich des Arbeitsrechtsschutzes oder der Schutz am Arbeitsplatz hat schon das Papier der High-Level Working Group, die Agenda für TTIP ausgearbeitet hatte, keinerlei Ambition. Da hieß es, maintain high standards. Ja, jedenfalls nicht nach oben, heißt es auf Deutsch. Und ja, natürlich, da war keinerlei Ehrgeiz drin. Und ich kenne keinen Bereich, in dem, also zum Beispiel im chemischen Bereich, REACH in Europa und TSCA in USA, ich kenne keinen Akteur, auch nicht unter der europäischen Chemieindustrie, der dafür plädieren würde, zu harmonisieren in Richtung REACH. Jetzt höre ich sozusagen von Verhandlern der amerikanischen Seite, dass es dort kein Interesse gäbe, auf TSCA-Niveau runter zu harmonisieren. Aber die Stimmen aus der Wirtschaft, die das gerne hätten, höre ich immer noch. Und auch im Bereich der Finanzindustrie etwa, wo Amerika sei der Dodd-Frank-Gesetzgebung höhere Standards hat, nehme ich wahr, dass Europa gerade diese Standards schon angefangen hat zu untergraben. Zum Beispiel in puncto Konfliktmineralien. Ist das, was die Europäische Kommission auf den Tisch gelegt hat, deutlich schwächer als das, was in den USA Gesetz ist. Ich würde gerne Beispiele hören dafür, dass diese Upgrading-Dynamik stattfinden würde. Und ein letztes Wort nur zu den Wachstumszahlen. Ich glaube, das ist spöttisch gesagt höherer Hokuspokus, weil in diese Wachstumszahlen Annahmen eingehen, die so spekulativ sind, dass man auf diese keine soliden Gebäude bauen kann. In der Studie, die Sie genannt haben von der Kommission, die in London gemacht worden ist,
wird zum Beispiel argumentiert, dass der wesentliche Wachstumsgewinn sich nicht aus der Abschaffung der noch verbliebenen Zölle ergibt, noch nicht mal aus der Harmonisierung selbst, sondern der wesentliche Wachstumsgewinn sich daraus ergebe, dass die dann vereinbarten gemeinsamen Standards weltweit durchgesetzt werden können und dann andere Länder sich daran anzupassen haben, und das generiert Wachstum. Das tut aber so, als hätten andere keine Strategien und als würden andere nicht agieren. Also das ist ziemlich im abstrakten Raum argumentiert. Deswegen vertraue ich auf alle diese Zahlen überhaupt nicht. Dankeschön. Dann machen wir die Abschlussrunde und beginnen mit Ihnen, Frau Volland. Ja, nochmal auch zu der Frage, ob erneuerbare Energien in dem Energiekapitel der EU-Kommission drin sind. Sie sind drin, hat Herr Stolper ja auch schon gesagt. Was vor allem dort erwähnt wird, ist, dass es bei erneuerbaren Energien zukünftig vermieden werden soll, Local Content Requirements aufzuerlegen. Das heißt also, lokale Einspeiseregelungen für erneuerbare Energien sollen möglichst verboten werden. Und das würde bedeuten, gerade für lokale Energie oder für lokale Projekte zur Förderung der erneuerbaren Energien, dass diese Förderung extrem erschwert werden würde. Und es gibt sehr viele Länder, die dieses Instrument benutzen, um erneuerbare Energieprojekte zu fördern. Was auch drin steht in dem Kapitel, ist, dass bei einem Verkauf von Produkten aus der Industrie von erneuerbaren Energien oder von Dienstleistungen aus erneuerbaren Energien es vermieden werden soll, Unternehmen zu zwingen, einen Wissenstransfer zu oder dass Unternehmen keinen Wissenstransfer oder machen müssen, ja? Weil Sie gefragt haben, ob es zu einer Stimulierung von einer Industrie für erneuerbare Energien kommt. Gerade dieser Wissenstransfer ist unglaublich wichtig, um vielen Ländern es zu ermöglichen, eine eigene Industrie für erneuerbare Energien aufzubauen. Und wenn so ein Wissenstransfer nicht erlaubt wird, dann ist davon auszugehen, dass es vielen Ländern erschwert wird, eigene Industrien für erneuerbare Energien aufzubauen und auch lokale Projekte für erneuerbare Energien zu fördern. Von daher ist der Vorschlag der EU-Kommission für ein Energiekapitel in TTIP eher hinderlich für die Förderung für erneuerbare Energien. Vielleicht, um auch noch mal so ein kleines Abschlusswort dann direkt zu machen, die Frage höhere Standards durch TTIP, was Sie, Herr Bütikofer, gesagt haben. Ja, ich sehe auch nirgendwo, dass in diesem Handelsabkommen irgendwo die Rede ist von höheren Standards. Ja, es wird immer wieder gesagt, dass Standards nicht abgesenkt werden, und Befürworter sagen immer wieder, wie es ja auch hier oft schon aufgekommen ist, dass TTIP genutzt werden sollte, um globale Standards zu setzen, um die Globalisierung zu regulieren. Und ich sehe nicht, wie TTIP, das ein Handelsabkommen ist, welches lediglich von Handelsexperten ausgehandelt wird, wie dieses Regelung für die Globalisierung oder höhere Standards, wie dies passieren soll. Wenn ich mir die TTIP-Blaupause CETA anschaue, dann ist dort nicht nur nirgendwo von höheren Standards die Rede, es gibt noch nicht mal ein Menschenrechtskapitel, und es gibt ein Kapitel zu Umweltschutz, was genau so seicht, sage ich mal, ist, ohne irgendwelche Vorschriften, wie das WTO-Kapitel zu Umweltschutz. Und was nun die WTO zum Umweltschutz beigetragen hat in den letzten Jahren, also einen sehr viel grüneren Handel, haben wir durch die WTO nicht bekommen. Von daher kann ich nur noch mal betonen, dass für mich TTIP das falsche Instrument ist, um höhere Standards in globalen Handel oder im Handel zwischen der EU und den USA zu sicherzustellen. Dafür sollten unter anderem Energie-, Klimaexperten, Menschenrechtsexperten mit am Tisch sitzen, wenn wir so ein Abkommen haben wollen. Und das können wir von TTIP nicht erwarten, meiner Meinung nach. Vielen Dank. Dann gebe ich an Frau Bersina weiter. Würde Sie bitten,
so knapp und präzise wie möglich sich zu halten. Thank you. There are a few questions directly, and I want to start with the one that is, what is the value of the process? The process of the TTIP negotiation has brought us here to talk about what could be done and what might be done in the transatlantic energy space. We don't know what is in the text. We are speculating about what we might want. That fundamentally is wishy-washy territory. However, it brings up very clear issues that the EU and the US want to talk about together, either within the context of TTIP or generally. And this leads to the question, of course, of why hasn't it been done? Well, have we all sat together in many capitals to talk about these specific things, which are how do we achieve greater cooperation, how to achieve collective energy security goals, and how do we have an ambitious agenda for green transformative technologies? We haven't had this conversation without TTIP, and now this comes in many ways in the 11th hour of the TTIP process. But without the TTIP process, would we be here today to talk about it? And it is highly contentious, and you know, allegations of the civil society being stronger here than in the U.S., you know, there are very strong civil society groups in the U.S. that have the same qualms over the present iterations of TTIP as there are in Europe, and that the same processes exist, but they need to come together and be discussed together in order to come up with an agreement in TTIP, outside of TTIP, eventually, that meets a lot of these needs. Because TTIP can't be a catch-all for every single policy objective that the US or Europe have. But we should be talking about them together in various fora through various measures. On Turkey and on TAP and TANAP, TTIP is not going to fix Europe's energy security single-handedly. The amount of resources that come here will change things, but they will not fundamentally change the need for more energy sources. Pipeline gas from Central Asia is still very important because LNG is currently at half capacity of what Europe could be using. It's expensive. And so TTIP would not prevent any of these developments and will by no means reduce the importance of Europe's neighborhood in cooperating on energy issues. And yeah, so I think that what I'll sign off on saying that there is a desire for cooperation, and let's use this and our passion for different aspects of this issue to figure out exactly what Europe wants from the U.S. and how the U.S. can work with Europe to achieve that in TTIP and outside of it. Dankeschön. Nick, maybe a bit. There used to be a joke in the British government that the most depressing meeting anybody ever used to go to was the US-EU Energy Ministers Dialogue. We have a ton of transatlantic fora on these issues. Energy Star harmonization, car standards harmonization, energy ministers, methane to markets. They haven't worked because there hasn't been political will behind them and because, honestly, various industry interests block them when they don't like, on both sides of the Atlantic. If there is going to be a strong transatlantic economic framework, it's pretty clear that you don't allow one set of interests to get all of their interests in it without other people getting their interests into it. It's called a bargain. It's called a balance of rights and responsibilities. And I think that's fundamental, and it's a fundamental political discussion in a Europe which is where populism is rising everywhere. And I can tell you that UKIP in the UK will campaign on TTIP, even though it's in favour of privatising the health service. It will use anything to say this is another example of Brussels selling us out. We can't do anything about it. So we can't escape from that context, but also the fact that we have tried, it's not a lack of rooms with people in it talking about these issues. It's the political dynamics around it, and I think that's a choice. If it's just going to be it's not just a trade agreement, it's a trade, investment, services and regulation agreement. It's a very big agreement. So let's get it right. If I was going to do, and back to the comments about the energy chapter, what a couple of very simple things which are very live. Why wouldn't an EU-US chapter have a discussion of air and maritime emissions and the emissions trading in it, which has been pretty contentious? Because if it's about trade, let's have a level playing field for the cost of fuel and the cost of pollution. And why don't we have a discussion about heavy industry, where American industry is being subsidized by non-sustainable low shale gas,
which has caused huge problems with getting our climate legislation through in Europe. And we need to find a better way of managing that across the Atlantic. Those are not abstract things, they're very concrete things. They're very relevant to competition and economic efficiency, and not having chemical plants moving to the US that shouldn't do because of distorted prices, essentially, and distorted trade costs. So, simple thing, I think, there. But I think I come back to the last point, which worries me about the stories told about this. And the reason why geopolitics is stories is not... It's because the world's very complicated, and when you're dealing it at that level, you have to have stories, because you can't not have stories. It's the only way you can handle the complexity of the world. So it's not an insult, it's just a fact of how... But the stories can be more or less related to reality. And one of the stories I don't like at the moment in Brussels is that somehow, if you're not pro-TTIP, as is currently defined, you are anti-EU, anti-trade and open markets, and anti-rules, which is just not true, because I am pro-Europe, I am pro-open markets, I think I made clear. I think it's absolutely necessity for the objects of my organisation. And I think rules are why Europe's there, and global rules, and a system for driving global rules on corruption and competition and distortion and illegal use of subsidies is stuff we would support to the end. I just don't see TTIP doing that, and I don't see why we're rushing it when next year we've got much more important things to negotiate, which are much more likely to happen, and will affect the future of the planet and our economy a lot more. So let's have a discussion about the geopolitics of how Europe and the US shape the future of global economic regulation. Let's have it in the right way and see if we can get it through, but not rush it through as if it's a solution to our problems now, because it isn't. It's not a solution to economic stagnation. So it's been sold us, and I think it could poison the whole concept of doing this, which would be really dangerous, if people try and sell it on a false prospectus at the wrong time, at the expense of other issues. It's too important to waste this opportunity on that with the wrong agreement. Thanks. Vielen Dank, Nick Maybe. Und vielen Dank auch nochmal Ihnen dreien für eine wirklich exzellente und sehr sachliche Diskussion zu Energie- und Klimafragen. Ich missbrauche jetzt einmal meine Position, um meinen persönlichen TTIP-Wunsch loszuwerden. Ich wandere in einigen Wochen in die USA aus, und da merkt man mal ganz praktisch, ja, an einigen Stellen doch, wo es hapert, dass ich meine Elektrogeräte dort nicht nutzen kann, geschenkt. Ja. Damit werde ich weiterleben, dass die Maße unterschiedlich sind und deswegen die Bettdecken nicht passen werden und so weiter. Gut, auch damit kann ich leben. Aber dass ich meine Autokindersitze dort drüben nicht benutzen kann, weil die Zertifizierung auf beiden Seiten unterschiedlich ist, das gilt übrigens auch in die andere Richtung, da habe ich dann doch gesagt, es würde zumindest ein bisschen Energie sparen, diese zwei Zusatzsitze nicht kaufen zu müssen. Und das ist jetzt mein persönlicher Wunsch. Herr Chase und andere. Braucht man dazu TTIP? Das können wir jetzt in der Kaffeepause diskutieren. Ich möchte Sie aber warnen, es sind nur 10 Minuten. An sich reicht das für eine Toilettenpause, eine Tasse Kaffee, nicht für die intensiven Gespräche, die Sie dann in der Lunchpause, die eine Stunde dauert, führen können. Und ich freue mich sehr, um 11:55 Sie wiederzusehen zum nächsten Panel, wo es um die globalen Auswirkungen auf Drittländer geht. Danke.